In Beispiel V16 gucken wir uns jetzt ein paar solcher trigonometrischer Polynome an. Es ist jeweils gegeben eine Reihe von Koeffizienten ck. Es sind nur die Koeffizienten angegeben, die ungleich 0 sind. Gesucht ist dann der Grad n des trigonometrischen Polynoms, die Funktionsgleichung, und wir sollen das skizzieren für x gleich 0, pi Viertel und pi Halbe. Die Aufgabe ist nicht besonders schwer, ich sage das gleich mal dazu. Also a, c minus 1 ist i, c0 ist 2, c2 ist minus 2i. Da ist es doch offensichtlich, hier, das ist das höchste n, das vorkommt, und wir haben, oder der größte Index betragsmäßig, der vorkommt. Damit haben wir geklärt, n ist gleich 2. Dann die Funktionsgleichung f von x ist c minus 1 i mal e hoch minus ix plus 2 mal e hoch 0, also bleibt die 2 so stehen, und dann minus 2i mal e hoch 2ix, die Funktionsgleichung. Dann für x gleich 0, wie sieht das Ganze aus? Also der erste Term, die komplexe Zahl, also die imaginäre Zahl i, erster Punkt, dann 2 auf der reellen Achse nach rechts und 2 auf der imaginären Achse nach unten. Das heißt, hier sind wir bei f von 0, und ich zeichne noch die Zeiger dazu. Das hier c minus 1, c0 und c2. Alle anderen sind ja gleich 0. Dann x gleich pi Viertel. Pi Viertel auf dem Einheitskreis. Gute Gelegenheit, den Einheitskreis mal wieder unterzubringen. Die Einheitsellipse egal. Hier sind wir bei Pi halbe. Pi, das heißt Pi Viertel, aber das wussten Sie natürlich, entspricht 45 Grad im Gradmaß. Also, was passiert? I mal e hoch minus i mal Pi Viertel. Das heißt, der erste Zeiger dreht sich um 45 Grad im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn. Mathematisch positiv ist natürlich gegen den Uhrzeigersinn. Das heißt, der Zeiger dreht sich um 45 Grad im Uhrzeigersinn. Also landen wir zunächst an der Stelle, dann kommen 2 dazu aus dem Teil, der nicht von x abhängt. Und jetzt hat sich der dritte Zeiger aus der Ursprungslage hier unten gedreht um 2 mal Pi Viertel. Also Pi halbe soll heißen um 90 Grad, und wir gehen dementsprechend nochmal um 2 Einheiten hier nach rechts. Also aus der Ausgangslage hier gedreht Pi halbe, nämlich 2 mal Pi Viertel, hier gedreht minus Pi Viertel. Ne? Die Situation für x gleich Pi Viertel.
Dann x gleich Pi halbe. Der erste Zeiger hat sich dann um 90 Grad gedreht gegen den Uhrzeigersinn, im Uhrzeigersinn, im mathematisch negativen Sinn. Also sind wir an der Stelle. Der konstante Term 2 dazu, da sind wir hier. Und jetzt hat sich der dritte Zeiger gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Um Pi soll heißen, aus dieser Ausgangslage 2 mal Pi halbe, also Pi gedreht, der zeigt jetzt also senkrecht nach oben, 2 hoch, die Zeiger dazu gemalt und die Winkel angetragen, minus Pi halbe. Hier, also gegen den im Uhrzeigersinn mathematisch negativ und hier einmal um Pi gedreht, also zweimal Pi halbe, ne, wegen des Faktors 2 hier. Also Beispiel A haben wir gesehen, wie sich dieses trigonometrische Polynom verhält. Beispiel B. Die Koeffizienten hier wie folgt gegeben. Was lesen wir ab? Natürlich, der Grad des trigonometrischen Polynoms ist wieder 2. Schreiben wir das Ding mal auf. F von x ist dann i mal e hoch minus 2 ix plus 2 minus i e hoch minus ex plus 2 plus i e hoch ex plus i, stopp, minus i mal e hoch ix. Das trigonometrische Polynom, diesmal kein konstanter Anteil dabei. Wie stellt sich das jetzt dar für x gleich 0? Ich glaube, ich brauche es nicht mehr so ausführlich zu machen. Wir haben verstanden, wie es funktioniert. I nach oben, dann 2 rüber, 1 runter, 2 rüber, 1 hoch und dann wieder 1 runter. Also da kommen wir an. F von 0. Und die Zeiger, um das Schema nochmal anschaulich zu machen. Wir beobachten, f von 0 ist eine reelle Zahl. Dann geht es weiter. X hat jetzt den Wert Pi Viertel, 45 Grad. Der erste Zeiger dreht sich um minus 2 mal Pi Viertel, also um 90 Grad im Uhrzeigersinn, mathematisch negativ. Da sind wir hier. Hier runtergedreht. Minus Pi halbe. Na, klar, warum? Logisch, hier oben der Faktor 2. Dann dreht sich der nächste Zeiger im Uhrzeigersinn um 45 Grad. Das heißt, das hier war die falsche Stelle. Das hier war die Ausgangsrichtung und der dreht sich jetzt um 45 Grad ursprünglich von da. 45 Grad, da sind wir vielleicht da. Es geht jetzt ja hier nicht darum, besonders genau zu sein. Also,
Das hier ist er. Dann aus der ursprünglichen Lage wieder um 45 Grad zurückgedreht. Das ist jetzt klar, wo wir ankommen müssen. Wir müssen natürlich auf der reellen Achse kommen, landen, weil wir das, was wir den einen Zeiger gegen im Uhrzeigersinn gedreht haben, drehen wir den anderen gegen den Uhrzeigersinn zurück und landen hier. Und dann kommt noch der letzte Zeiger aus seiner Ausgangsrichtung hier runterwärts, um zweimal Pi Viertel gedreht, also um Pi halbe. Das heißt, der zeigt jetzt wieder horizontal nach rechts und wir sind irgendwo an der Stelle. Zip, zip. Hier gedreht. Um Pi Viertel minus, wenn wir das Vorzeichen dazu schreiben wollen. Stimmt nicht ganz wegen der Pfeilrichtung, aber egal. Hier um Pi Viertel gedreht und dann hier um Pi halbe gedreht. X gleich Pi halbe die Situation. Habe ich Pi Viertel gesagt? Habe ich Pi halbe gesagt? Ich meine natürlich Pi Viertel. Jetzt. Ja, auch das wieder zu unserem großen Erstaunen eine reelle Zahl. Zum Schluss. Pi halbe 90 Grad. Dann dreht sich der erste Zeiger. 2 da hätten Sie auch mal was sagen können. Hier fehlt natürlich eine 2. Ne? Also, wir beginnen mit dem ersten Zeiger. 2 mal Pi halbe, also Pi, der dreht sich hier runter. Dann aus der Ausgangsrichtung der nächste Zeiger, diese hier, um 90 Grad gedreht, also dann in diese Richtung. Wir landen an der Stelle. Der nächste aus der Ausgangsrichtung hier um 90 Grad gedreht. Wir landen hier. Und dann der senkrechte nach unten, 180 Grad gedreht. Da kommen wir hier oben an, mit den Zeigerchen nochmal aufgezeichnet. Runter, runter, rüber, rüber, hoch und hoch an der Stelle hier. Also F von Pi halbe, die Winkel minus Pi halbe, Pi halbe und hier um Pi wieder nach oben. Beispiel B. Interessanterweise sieht es hier so aus, als ob f von x eine reelle Zahl ist. Egal, was wir für x da einsetzen. Na, das ist ja schon interessant. Haben Sie eine Vermutung, woran das liegen könnte? Schauen Sie es mal genau an. Sieht man das vielleicht den Koeffizienten schon an? Naja, wenn Sie gucken, dann sehen Sie doch, C2 ist das komplex Konjugierte von C-2.
Komplex konjugiert heißt ja immer, Imaginärteil wechselt das Vorzeichen. Und das ist bei C1 nicht anders. Also ich markiere es mal. Da dreht sich jeweils das Vorzeichen bei dem Imaginärteil. Also das heißt, zu jeder Drehung in die imaginäre Richtung haben wir eine, die entgegengesetzt dreht. Deswegen bleiben wir immer hier auf der reellen Achse. Eine ganz interessante Beobachtung, das werden wir später nochmal zusammenfassen.